Ich bin Serena Götzner, ich bin von der Marketingabteilung von Bavaria Yachtbau und Giebelstadt und wir reden heute ein bisschen darüber, wie so ein Boot eigentlich entsteht. Also anfangen fängt das Ganze mit einer Rumpform, das ist ähnlich wie beim Kuchenbacken. Diese Rumpform, die wird mit einem Gelcoat ausgespritzt. Auf diesen Gelcoat kommen dann Glasfasermatten und dann wird mit einem Vakuuminfusionsverfahren sozusagen das Harz auf diesen Glasfasermatten verteilt. Das heißt, der ist schön leicht und sehr glatt und sehr ebenmäßig. Danach kommt diese Rumpform, wird aus diesem Rumpf eben rausgehoben und kommt zur CNC-Fräse. Dort werden dann sozusagen Schraubenlöcher gemacht, die Fenster werden zugeschnitten und das kann man mit diesem CNC-Fräse halt ganz millimetergenau machen, damit alle gleich immer sind. Danach geht es zur Decksvormontage. Da werden dann die Fenster eingesetzt, Winschen werden aufgesetzt, vielleicht auch das Teakdeck, wenn das gewünscht ist. Nebenbei läuft dann parallel auf einem anderen Band der Rumpf. Da wird dann zum Beispiel schon der Motor eingesetzt. Danach werden die Einzelteile zum Band gebracht. Dort wird dann auf dem Band zum Beispiel Strom eingesetzt, Wasser, der ganze Innenausbau, die Möbel. Bevor dann sozusagen das Deck draufgesetzt wird auf den Rumpf, das Ganze nennt man Hochzeit. Das wird dann verklebt und verschraubt, damit das beides auch ganz, ganz gut zusammenhält. Danach kommt sozusagen, wird das Boot noch fertig gemacht. Danach kommt es zur Qualitätskontrolle. Abnahme wird geschaut, ist alles so, wie es sein soll, muss man vielleicht noch nacharbeiten. Dann wird das Ganze verpackt, auf dem LKW geladen und wird dann dorthin gefahren, wo es zum ersten Mal ins Wasser soll.